Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend an die Geräte zu Hause. Es geht in diesem Clip ums Gold. Das Gold hat also ganz, ganz heftige Bewegungen hinter sich, aber eine super interessante Chartkonstellation vor sich. Das letzte Mal habe ich einen Film gemacht, der war irgendwo hier. Da habe ich gesagt, da kommt Bewegung rein. Ich war der Meinung, wir gehen gleich hoch. Wir haben ja erst nochmal diesen Umweg gemacht. Das macht das Gold gerne, so einen kleinen Fuhler. Ja? Das sehen Sie auch ganz oft in Aktien. So einen kleinen Fuhler und dann knallt es hoch. Das hier, jetzt muss ich gerade mal das hier ein bisschen größer machen, das hier war dann die BioNTech-Geschichte. Ja, das heißt, der DAX ist hoch um, ich glaube, es waren 600 Punkte und das Gold hat mal richtig fett nachgegeben. Und zwar vom Hoch bei 1963 und war sogar im Tief bei 1850. Das war schon heftig. Ja. Und das war eine schnelle, brutale Bewegung. Die Korrektur erfolgte nur bis zur 20-Tage-Linie. Die Bänder gehen leicht auf. Und jetzt passiert Folgendes. Wir haben die Unterstützung, die lange gehalten hat. Hier 1850 einmal, zweimal, dreimal, dann nehmen wir auch dazu viermal, fünfmal. Die haben wir jetzt heute gebrochen. Ich weiß nicht, was es das ausgelöst hat. Kann ich jetzt echt nicht sagen. Ich war jetzt gerade eben mal eine Stunde weg. Das weiß ich nicht. Aber das ist mir auch egal. Wir haben nur die 20-Tage-Linie geschafft und wir saufen jetzt hier ab. Und jetzt kommt die ganz wichtige Geschichte hier. Ich mache mal das Fadenkreuz raus, dass man nur die Maus sieht. Wenn ich diese Lows hier miteinander verbinde, das eine vom Mitte August und das nächste von Ende September, komme ich auf diesen Punkt, das ist 1908. Kurz darüber liegt das, hier ist es, das 61er Retracement von dieser letzten Bewegung hier, von da nach hier oben, liegt hier bei 1821. Das ist auch ein Punkt. Und als nächstes kommt die 200-Tage-Linie bei fast 1800, im Moment bei 1795,5 hinzu. Also dieser ganze Bereich hier ist eine mega wichtige Unterstützung. Jetzt spekulieren wir mal. Ich zeige Ihnen mal, was passiert ist, als wir das letzte Mal die 200-Tage-Linie unterboten hatten. Da sind wir hier gut und gerne 40 Punkte mal drunter gegangen, haben aber drüber geschlossen, sind wieder drunter gegangen, drüber geschlossen und haben da so ein bisschen die umschmeichelt. Mit sowas muss man rechnen. Ja, ich glaube schon, dass die Positionen im Gold tendenziell eher long sind. Wir haben aber auch ein Verkaufssignal über das MACD, was berechtigen würde, dass der Markt hier runtergeht auf die rund 1800, vielleicht mit einem Overshoot von 40, 50 Punkten nach unten. Und wir sind bereits jetzt schon sehr tief über den Oszillator. Also ich vermute, dass wir in den nächsten zwei, drei Tagen das hier nochmal wirklich ein bisschen ausfüllen, ein bisschen ausmalen. Ich hoffe nicht das, aber es kann sein, dass wir das um 40 Punkte nochmal unterbieten, die 200-Tage-Linie. Nehmen Sie als Sicherheitsabstand 50 Punkte. Ja, dann sind wir so ganz grob bei 1750. Das passt auch. Jetzt muss ich das Fadenkreuz wieder reinmachen. Hier hinten mit diesem ganzen Bereich, da ist die 1766 und hier war der letzte echte Ausbruch und dabei sind wir bei 1745. Also im Moment spricht kurzfristig zwei, drei Tage nichts für das Gold, sondern eher von einem Ausmalen, einem Ausfüllen von diesem ganzen Bereich bis runter bis zu 1800. Ich gehe den nicht mehr short. Das mache ich nicht. Es wäre mir auch zu nah hier. Ein Put bei 1900, das wäre mir zu heiß. Aber ich möchte Ihnen mal diesen Schein hier an die Hand geben. Einfach mal beobachten. Und zwar, wenn ich hier die 1800 nehme und habe dann hier diesen Bereich, wo hatte ich ihn hier, bei 1750, muss ich einfach nochmal 50 Punkte drunter gehen. Und dann lande ich bei diesem Schein hier. 1694. Da sind wir, ja, da. Das wäre ein Schein, auf den Sie bitte mal schauen. Das ist momentan ein ziemlich schlapper Hebel von 13, aber der wird dementsprechend ordentlich nach oben gehen. Das ist die GC2H2M, Gustav Cäsar 2, Heinrich 2, Martha, 1694. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman, also jeden Tag passt sich hier die Basis ein bisschen nach oben an. Da aufpassen. Den unbedingt auf die Watchlist nehmen und dann drauf warten, gibt es Umkehrsignale, die können sein, ein Doji, ein Hammer, ein Rausgehen aus dem Band und wieder drinnen schließen, ein Bullish Engulfing Pattern, solche Geschichten, das sind Umkehrsignale. Achten Sie drauf, im Moment genießt diese Linie hier bei mir ziemliches Vertrauen, da sind wir bei 1908, ja, dem gebe ich ein Prozent. Und da sind wir bei 1790, dann haben wir auch mit der 200-Tage-Linie gekuschelt. Aber das ist ein Schein, den lege ich mir auf jeden Fall hin. Der ist relativ weit weg. Der wird dann
größeren Hebel haben, dann liegen wir so bei 17, 18, aber das ist ganz okay. Ich nenne ihn Put, wobei ich nicht dafür bin, jetzt das hier nochmal, wer hier nicht dabei war irgendwo, jetzt hier nochmal was zu geben, das ist nicht mein Ding. Trotzdem muss ich die Basis suchen, so bei 1970 ungefähr. Und da kommt mir gleich hier auch der, das ist auch ein 13er Hebel, 1975. Das ist die GF1 URD. Gustav Friedrich I, Unsinn Richard Dora. Und das ist ein 1975er von Goldman. Der liegt also noch hier hinten. Im Moment kann ich nicht davon ausgehen, dass das Gold so eine Bewegung nach oben macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, wir fummeln mal hier unten ein bisschen rum, wir riechen mal am Laternenpfahl ganz unten und dann mal gucken, was dann passiert. Aber rechnen Sie damit, dass die 200-Tage-Linie nochmal unterboten wird. Wie hier hinten. Ja, das ist sehr, sehr gut möglich. Aber sie hat insgesamt schon ein hohes Vertrauensniveau. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute und vor allen Dingen bleibt gesund. Ich war jetzt gerade 2 Wochen Quarantäne, so eine Scheiße brauche ich nicht nochmal. Ich wünsche euch alles Gute. Bye, bye, ciao.